Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Medieval 2 Total War. Wie sind wir zurück am Start und wie immer stürzen wir uns direkt in das Geschehen. So ein bisschen was müssen wir noch machen. Wir müssen zum Beispiel hier Hauptmann Goncalo noch vernichten. Zack. Aber in der letzten Folge haben wir ja nicht alles fertig gemacht. Das heißt, in die nächste Runde können wir noch nicht. Dann gehst du mal zurück, lädst dich auf. Du lädst dich... Oh. Nimm dich raus. So machen. Und dann lädst du dich bitte auch einmal komplett auf hier. Ich glaube, wir haben demnächst gotische Ritter, oder? Linksklick zum Entfernen. Nee. Nee, Reichsritter. Die haben wir da noch nicht. Nevermind. Dann kommt das einmal später. So, dann machen wir aber erstmal das hier. Und wir schauen hier mal. Du bist auch ready zum Upgraden. Oder für deine Soldaten aufladen, wie auch immer. Gehen wir dann mal mit dir hin. Ansonsten, Marrakesch ist gerade zufrieden. Geht schon weiter. Ja, unser Anführer ist jetzt gerade unten in der Wüste unterwegs. Ich glaube, der wird auch nicht mehr sehen. Den werden wir wohl da lassen. Haben wir eine volle Armee. Fast. Ach stimmt, helle. Ach ja, guck mal. Jetzt entsinne ich mich gerade, wo ich die helle Baden sehe. Wir brauchen helle Baden und all das. Ich entsinne mich. Du gehst dahin. Der könnte theoretisch einiges an helle Baden mitbringen. Wobei wir auch helle Baden vor Ort herstellen könnten, ne? Sind wir durchaus in der Lage. Hier zum Beispiel, da können wir ja schon mal anfangen. Ding ist ja schon fast voll. Folgendermaßen. So. Haben wir zwei Plätze. Und Home Company können wir jetzt schon machen. Das ist sehr nice. Hier müssen wir noch weiter vor. Oh! Ja, wir haben auch schon geile Sachen. Da lohnt sich eigentlich mehr die Piken Miliz, ne? Zack. Aber wie ihr seht, ne, hier können wir halt auch schon die Einheiten herstellen. Müssen wir gar nicht von A nach B schieben. Das ist ganz praktisch. Wobei halt, wenn wir hier hinten halt mit Generälen langlaufen, können wir vielleicht ein paar Pikiniere mitnehmen, wenn wir da welche finden. Du bist fertig, du gehst nach Thorn. Du gehst schon Ragusa. Du gehst dahin. Haben wir alles schon gemacht? Haben wir fertig? Ich glaube schon fast ja. Du hast das geschafft. Herzlichen Glückwunsch. Ja, dann zack, nächste Runde. Boah, warten wir. Du bist frisch und siehst gut aus. Dich nehmen wir. Aber es scheint nicht geklappt zu haben. Warte mal. Ist gescheitert? Ja, ist gescheitert. Abstand sehr schwach. Das interessiert nicht. Gerade wächst Zagreb. Joa, schön und gut. Wir haben aber gerade tatsächlich mal wieder kein Geld. Wir haben jetzt so viel ausgegeben. Haben wir ein paar Probleme jetzt gerade, ne? Finanziell. Das ist gar kein Problem. Das kriegen wir schon alles hin. Mach nochmal eine Kavallerie her. Du lädst immer noch deinen Beran bitte auf. Kiew wird immer noch belagert. Wir gehen mal mit dir. Mal hier hin. Erstmal hier alles vernichten, was auf dem Weg ist. Ach, weißt du, du kannst nach Ryazan eigentlich durchlaufen. Ist doch egal. Wie viele Truppen sind da drin? War schon nicht wenig, ne? Du weißt, dass du, mein Freund, kommst auch mal mit und du hilfst da oben in Moskau, weil da sind ein paar viele Truppen. Wir machen das schon irgendwie. Hier ist gerade Sturm, das interessiert uns gerade weniger. Der Kollege ist hier gerade umrundet. Sind aber nicht viele Truppen, warte mal. Oh, da sind viele Berittene wieder. Das klingt schon richtig hart nach Schaden. Wir machen folgendes. Wir schummeln uns erstmal hier vorbei und versuchen erstmal nach Kaffa zu kommen. Mal gucken, was die jetzt gleich machen werden. Da möchte ich jetzt erstmal nicht aktiv angreifen, weil da so viele Berittene Bogenschützen sind. Das riecht nach Schaden. Können wir erstmal verhindern. Geh mal bitte weg. Dankeschön. Bis nach Caesarea. Und wir wollten Echtzeitschlacht in Iconium machen. Ich entsinne mich da an was. Ihr seid fast ready. Nee, ihr seid schon ready tatsächlich. Okay, nice. Zack. Dennoch braucht ein paar mehr Truppen. Der ist nicht ganz voll. Aber wir sind ja schon auf dem Weg. Truppen sind schon gleich da. Und dich können wir auch direkt losschicken. Alter, was hier gerade für riesige Armeen hier im Osten eintreffen, ne? Dort. Hier ist dies gleich voll. Da und da. Das ist gerade richtig unnormal, was da gerade abgeht. Sehr, sehr schön. So. Hier können wir jetzt auch ein bisschen was mitnehmen. Komm, die Deutschritte kann man mal gönnen, ne? Bam. Du kriegst meinetwegen auch ein paar hier Pikeniere.
Du bist die erste Armee, die sich bitte für die Timuriden schon mal fertig macht, weil die dürften echt nicht mehr lang brauchen jetzt. Jetzt habe ich kein Geld für einen Priester. Wir können ihn trotzdem schon mal in reinstecken da. In hier, ne? Und so. Die Baureihenfolge oder Rekrutierungsreihenfolge. Sehr schön, das wollte ich doch sehen. Schon ganz weit im Osten hier. Wo sind... Oh Gott, ich habe sie gefunden. Alle so, komplett alle so dunkel hier und da sind sie alle. Ach, das wird nicht lustig. Auf offenem Schlachtfeld, Alter, was habe ich mir dabei gedacht? Er wird morgen ein toter Mann sein. Okay, alle Spione hier runter, ich muss die im Auge behalten. Nein, Kaiser, ich kann hier nicht hin. Okay, 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 oh, das wird interessant. Das sind wahnsinnig viele, es ist immer wieder, ich sag mal, irgendwie erschreckend, wie viele das sind. Aber sind das schon alle oder kommt da noch was nach? Das könnte eventuell sein. Weiß ich gerade aber nicht. Okay. Das heißt, wir versuchen das hier alles schnell einzunehmen. Caesarea und Adana. Trabzon haben wir schon. Wobei wir Trabzon safe momentan nicht halten können, weil das sind echt schlechte Einheiten da drin, ne? Hier oben kommen wir gerade mit den Mongolen sehr gut zurecht. Die sind gerade keine Gefahr. Aber hier haben wir doch auch noch jemanden. Warte mal, den wollen wir doch nicht vergessen. Ja komm, der kann auch direkt eigentlich so los. Zack. Na, wir brauchen definitiv jetzt schon die helle Baden. Bau mal bitte. Können wir noch so ein Upgrade bauen? Schwierig, jetzt gerade geht's nicht, ne? Oh, shit. Schützen könnten natürlich auch sinnvoll sein. Ne, wegen dem Lärm und sowas hier, diese Kollegen. Komm, das wird hier die Herstellungsmaschine für gegen die Tumoriden. Nisea können wir dafür auch benutzen dann. Iconium auch. Oh man, das wird jetzt, das zieht jetzt richtig an. Genau, und bewegen sich einfach hoffentlich. Ich möchte jetzt hier auch nicht immer jedes Mal jede einzelne Einheit bewegen. Also ich bewege ich nochmal, weil ich nett bin. Machen wir erstmal jetzt, zack. Mal kurz einmal den machen, ganz ehrlich. Zack. Und ihr bildet bitte einmal fort. Ich habe auch schon ein Schiff rübergeschickt, das ist eigentlich, genau, das euch eigentlich abholen soll. Oh, das ist so teuer. Das wird so teuer. Na dann ladet euch mal wieder auch auf. Oh, das ist... Das dauert aber auch alles richtig lange jetzt. Bis da bleiben, das wissen wir. Ja, wir gehen... Ja, wobei, wir können auch theoretisch jetzt schon Iconium angreifen, ne? Weil wir haben genug Lagerungsgeräte. Wir gucken mal, was drin ist. Es ist der Kronprinz, 1500 Truppen. Das ist schon nicht wenig. Wir haben jetzt natürlich mehr... Aber ich sag mal so, der Angreifende hat sowieso immer Nachteil. Weil so truppentechnisch Gazis sind jetzt nicht so stark. Da haben wir ja, ein bisschen Stadtmiliz. Ja, super, die Lanzenreiter sind nicht schlecht. Auch hier die nicht verkehrt, aber so richtig die Creme da, sieht das jetzt erstmal nicht aus. Ich glaube, wir können die Schlacht machen. Und ich glaube, es wird auch generell eine geile Schlacht. Deswegen, zack, ab in die Echtzeit. Okay, wenn wir dann Iconium haben, bleiben wir wahrscheinlich eh erstmal ein paar Runden da drinnen, bis sich die Stadt beruhigt hat. Bis dahin sind wahrscheinlich die Timuriden auch schon vor der Haustür. Ja, okay. Dann wollen wir mal. Wir haben wahnsinnig viele Belagerungsgeräte dabei. Das ist ganz cool. Okay, folgendes. Warte mal. Ja. Wir machen schon mal folgendes. Zack, raus damit euch. Wenn wir unten durchs Tor gehen, möchte ich da gerne die Speerträger direkt vorne haben. Dankeschön. So. Ein Rambock wird ja aber hoffentlich durchkommen. Und dann haben wir jetzt hier noch die ganzen Türme. Hier einer. Und auf der Seite natürlich auch nochmal. Ups. Dort. Jetzt haben wir noch einen einzigen. Hier ist sie mal etwas länger, deswegen können wir auch da einen hinschieben. Ah komm, das sieht schon verdammt nice aus, das muss man sagen. Dann kommt ihr nochmal dazu. Ihr werdet da unten mit reinlaufen. Haben die da? Verlisten sehe ich jetzt gerade nicht. Sieht schon cool aus. Nach so vielen Jahren sieht das Spiel immer noch so nice aus und macht immer noch so ein geiles Feeling. Das ist echt geil. Das kriegen nicht viele Spiele hin. Aber jetzt einfach so alles. Weißt du, wir werden die Speerträger mal tatsächlich in eine eigene Gruppe stecken. Besser ist das. So, und hier unterteilen wir das auch nochmal. Zack. Schlacht starten. Let's go, Leute. Lauft mal drauf zu.
Genau. Da. Also da würden ja wohl ein paar Belagerungstürme werden doch hoffentlich ankommen. Alles andere würde mich jetzt wundern. Weil es scheint keine Ballistentürme zu geben und es scheinen auch keine Kanonentürme zu sein. Also von daher müsste das schon mal entspannter sein. Na guck mal, sind Feuerpfeile, ich bitte dich. Bisher noch keine Verluste. Ja, na, wo stirbt der erste Mann? Ah, noch ist gut. Alle noch voll. Okay. Da ist der erste down. Ach, shame on you. Was fällt dir ein? Oh, guckt euch das mal an, bitte. Boah, Junge, Junge, Junge. Die Hauptstadt der Türken. Die haben sich das bestimmt auch anders hier vorgestellt jetzt. Guck mal, wie geil das aussieht. Ich kann gerade einfach nur das hochhypen. Was da alles auf die Mauern gerade zukommt, ne? Wer braucht schon Kanonen? Vor allem bei Städten brauchst du natürlich, kannst du natürlich auch Kanonen mitnehmen, kannst hier alles mögliche aufsprengen. Aber so hat das doch einen viel, viel geileren Vibe, oder nicht? Alter. Ja, das Ding ist kaputt, gar kein Problem. Mich wundert tatsächlich sowieso, dass sie einen kaputt bekommen haben. Alles kein Problem. Warte mal. Du kannst loslassen, du kannst loslassen. Das hat sich nämlich erledigt. Weißt du was, du kommst mal hier noch mit rein, weil ihr geht hier unten, greift ihr ja an. Dann hab ich euch da als eine Gruppe. Dann tut mal euren Job. Jetzt sind unsere Belagerungstürme an der Mauer. Ja, Freund, die haben nicht einen kaputt bekommen. Heilige Scheiße, die sind richtig am Eimer. Oh, Junge, Junge. Diesen Stadtmiliz bringt euch gar nichts, wenn das hier gleich hier neben euch hochkommt. Hoho. Guckt euch die Leute, ah, wie geil die auch einfach aussehen. Ach, das Spiel ist einfach nice. Immer wieder kann ich das nur feststellen. Okay, ihr geht tatsächlich auch mit unten rein, deswegen werde ich euch auch mit in diese Gruppe schieben. Kinder. Für das Reich. So. Was wartet hinter den Toren auf uns? Gar nichts. Das heißt, wir können direkt reinstürmen. Die Schwertträger werden wir hier nach vorne verteilen. Und dann werden die Feudalritter, die auf dem Boden stehen, mit auf die Mauern drauf preschen. Das ist so die Idee. So, danke. Guter Job, guter Job. Okay, dann rein mit euch. Na komm. Na komm. Hallo. Dankeschön. Okay, rein, wie gesagt. Ihr geht auch erstmal wieder rein. Dann folgendes. Kavallerie. Was wartet hier? Asaps, okay. Da können wir trotzdem mal reinpushen. Und ihr, die zwei, rennt in diese Richtung. Über hier, ja gut, hier ist der Speerträger, aber meine Güte, dann laufen wir hier lang. Alter, guckt euch das an. Hier, stell dir vor, du bist einfach hier gerade Stadtmiliz und siehst du das auf dich zurennen. Oh, oh, Alter. Oh, wie schön. Ach, dieses Spiel ist einfach, ach, ungeschlagen. Sehr gut, Leute. Oh, die fliegen doch eh gleich alle. Die halten das nicht durch. Sehr gut, Leute. Und ihr rüber helfen. Komm schon. Das Ding schießt vor allem auch die ganze Zeit auf euch. Das muss nicht sein. Auch ihr seid hier oben rüber. Seid auch da. Ja. Ein bisschen Speerträger haben wir. Geht mal dahin. Gegen die Speerträger da helfen können. So, Kavallerie ist in the town. Die 1, alles klar. Komm, rauf da, drauf geschissen. Geh mal da lang, dann könnt ihr hier rauspushen. Als Unterstützung. Speerträger tatsächlich, glaube ich, lassen wir links. Ja, boah, hier sind noch zu. Na, sind noch zu viele. Das schaffen die noch nicht, glaube ich. Was wir aber machen können. Blöde Straßen hier, Mensch. Zack, zack. Da wollte ich tatsächlich jetzt nicht, dass die da lang laufen. Bin ich ganz early. So, wir kriegen gerade richtig. Ah, warte hier. Rauf. Das habe ich ja gar nicht mitbekommen. Das habe ich gar nicht gesehen. Das habe ich ja gar nicht mitbekommen. Greift an. Und ihr runter.
Kommt da schön von der Seite gegrätscht, steht da bitte rein. Genau, jetzt hier schön reingrätschen, Leute. Oh, die sehen aber auch gut geschützt aus. Oh, Mensch. Genau, jetzt hier, zack. Das wollte ich mir jetzt hier nicht entgehen lassen, wie sie von der Seite reinstechen. Sehr gut. Ich weiß natürlich, ne, mit Kavallerie auf Speerträger immer eine kritische Situation. Aber ich wollte jetzt hier auch irgendwas machen. Ich bin ganz ehrlich zu euch. Das ist ein bisschen Miliz, das kriegt ihr aber auch hin. Zudem kommen wir jetzt hier gerade von den Angriffen. Okay, helft mit. Die Türme sind teilweise immer noch besetzt. Mach die Gazis weg. Helft damit. Ich möchte natürlich auch jetzt nichts von der Schlacht verpassen, ne? So, Ansturm. Macht eure Lanzen runter. Was ist das? Ja, naja. Dennoch, da fallen sie. General holen wir noch nicht näher, solange die Türme hier noch besetzt sind. Ihr solltet was machen. Ihr sieht gerade ein bisschen so aus, als ob ihr ein bisschen lost seid. Oh, wir sind ein paar Schützen da, was das da ist. So. Wie sieht's aus? Sperrmiliz sieht gerade auf jeden Fall weniger aus. Das ist sehr stark. Moral des Königs da wäre schon ganz lit eigentlich, ne? Verdammt, schauen. Hier in der Mitte kommen wir halt auf jeden Fall jetzt gar nicht voran. Das kann man... Ja, dann ein bisschen schon. Aber halt schwierig. Wer Nummer 1 sind, Befehle erteilen. Macht sie weg, die können nix. Die schießen natürlich da aus allen Rohren, ne? Die fliehen endlich, das haben wir hier geschafft. Sehr wichtig. Heißt, wir könnten... Ich würd hier gerne reingrätschen. Das geht aber auch. Guck mal. Hopp dahin. Zack, 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 zack. Die Seite haben geklärt. Ich bin stolz. Was mache ich mit euch? Was ist da? Da sie ist. Alles klar. Kommt schon mal hierher. Okay, Kollegen sind da. Rauf. Nein, nein, nein. Oh, nein, nein, nein. Genau da eben nicht. Ich habe da schon eine Idee mit für euch. Mit euch, wie auch immer. Jetzt könnt ihr rauf. Jetzt wisst ihr, wo es lang geht. Oh, das schauen wir uns natürlich nochmal an. Weil ich versuche ja generell ein bisschen was immer einzufangen. Das ist manchmal ein bisschen halt nur schwierig. So, hier kommen wir jetzt von der Seite. Sehr schön, das wollten wir. Damit hier nicht mehr so leicht schießen können. Schreibt schön Keil da rein. Sehr gut. Und auch hier. Kommen wir hoffentlich weiter gut durch. Hier sind aber auch viele Männer von uns. Komm, wir sind richtig krass ausgestattet. Mach die weg da. So, General kommt jetzt auf jeden Fall schon mal näher. Den können wir schon mal hier platzieren. Die Mauer ist clear. Sehr schön. Sind da noch Leute? Warum auch immer. Ihr seid hier fertig. Okay, dann, hoch hier. Ja, rennt mal hier oben lang, bitte. Hier ist ein riesiger Kloß von uns. Deswegen war auch echt wichtig, dass wir hier mal von hinten reingrätschen. Warte, wir haben doch hinten auch Soldaten irgendwo gehabt. Genau da. Aber das sind ein paar Gazis. Das ist nichts Gefährliches. Wir gehen aber erstmal in Ruhe. Die Mitte ist gerade leer. Interessant. Na gut, die haben alles halt vorgeschoben, ne? Und auch hier scheint es jetzt gerade zu sein, dass auch hier die Leute fallen. Aber wir haben gute Truppen eingebüßt. Death Call. Wie viel sind's noch? 47 Asaps. Tendenz sinkend. Komm, mach die weg. Wenn wir mit der Kavallerie gleich in die Mitte laufen, tatsächlich.
So. Genau, ihr seid gerade im östlichen Teil der Karte. Je nachdem, wie man es sieht. Müssen wir noch ein bisschen warten. So. Ja, hier kommen wir auf jeden Fall demnächst gut voran. Das Ding ist, die kämpfen halt aber auch alle, das glaubst du nicht, ne? Und eine wichtige Frage ist, wo ist eigentlich gerade der Kronprinz? Der ist hier. Der ist ganz weit ab vom Schuss. Der ist nicht mal auf seinem Hauptplatz. Das Ding ist aber, selbst jetzt auf den Hauptplatz raufzulaufen, wäre jetzt nicht klug. Weil ich glaube, der Kronprinz hat zu starke Einheiten. Wir sind das. Ja gut, sehen wir jetzt gerade nicht. Aber es werden schon einige sein. Man darf nicht vergessen, die sind stark. So, alle kämpfen gerade. Das ist, ja, bis auf die hier. Was ist hier hinten los? Die sind gleich fertig. Sehr stark. Auch sehr gut. Wenn man die Truppen auch benutzen kann. Genau, mal weg hier. Es sind noch vier. 3, 2, 1. Nice. Sehr schön. Wo ist denn hier die nächste Straße? Oh Gott. Oh, guck mal. Wir können hier auch rein rätschen. Guck mal, machen wir doch. Es bleibt hier noch übrig. Die Truppen, die können mal bitte... Die Stadt ist echt verwinkelt, oder? Ihr könnt laufen. So, und jetzt haben wir gerade zwei Anstürme, zwei großen, die möchte ich eigentlich beide nicht verpassen. Hold up. Ah, die werden gleichzeitig auch eintreffen. Ich sehe doch. Nein. Ah, ich ärgere mich. Das ärgere mich doch wirklich. Aber ich glaube, das ist hier spannender. Zack. Ja, das war's. Okay, never mind. Oh gut, und hier hauen die gerade sowieso ab. Dennoch rauf, ja. Na, das ist natürlich jetzt für euch noch ungünstiger, dass ihr selbst hier nicht mehr schießen könnt jetzt. Euer Vorteil ist damit verwirkt. Da fallen sie auch schon. Und auch hier sind keine Truppen mehr, hier ist alles frei. Sehr gut. Mach die mal weg, die leben ganz schön lange hier schon. Pusht vor. Ansonsten muss ich da mal ein bisschen proaktiv werden. Warte mal, machen wir mal. Wir schicken sie einmal hier durch. Das heißt, die laufen ein gutes Stückchen nach vorne. Jetzt können sie wieder angreifen. So. Oh, die müssen mittlerweile alle richtig erschöpft sein, ne? Ja, das wundert mich gar nicht, wenn du halt volle Kanne mit so einer Rüstung hier rumläufst. Heilige Makrele. Der Feind hat die Hälfte seiner Armee so, kann man noch da hin. Jetzt erst die Hälfte. Das dauert echt lange, ey. Ich ein bisschen hin, aber gut. Oh. Also in der Tasche haben sollten wir das so oder so, denke ich. Die Frage ist halt jetzt gerade, wie viele Verluste werden wir dafür trotzdem noch einfahren. Okay, hier pushen wir jetzt durch. Perfekt. Hier sind wir durchgebrochen. General kann mitkommen. Holt sie euch. Hinterher. Kommen wir mal ein bisschen vor. Okay, die Leibwächter kommen. So, wir haben jetzt auch die Hälfte der Armee verloren. Okay. Auf da. Wie schaut's hier aus? Sehr gut schaut's hier aus. Wunderbar. Was ist das? Gazis. Das ist interessant, sag ich. Entspannt. Dann können wir uns nämlich jetzt hier mit den Folterrittern erstmal hinstellen. Und darauf warten, dass die anderen eintreffen. Oh, hold up. Wartet mal kurz. Wartet bitte einfach mal kurz. Ja, komm. Okay, dann nochmal bitte nochmal euch. Aufstellen. Guck mal, die freuen sich. Ihr freut euch aber bitte nicht zu früh noch. Ihr lebt zwar noch, aber das kann sich tatsächlich jetzt verändern. So, zack, zack. Dann halt die letzten Einheiten. Oh Mann, seid ihr am Arsch. Okay, dass ihr angepusht kommt, ist tatsächlich ein bisschen ungünstig von euch, aber I take it. Dann darf ich mich hier nicht aufstellen, das ist ja echt fies.
Ah, warte. Oh, okay, der meint, ja. Ja, ja, komm, der greift halt an, meine Güte. Sehr schön. Aber auch so oder so wird jetzt der Timer runterticken, weil wir da so viele Truppen drauf haben. Wollt ihr jetzt wirklich hier fliehen, während hier der General an euch vorbeiläuft? Würde ich ja nicht machen, Mensch. Dabei sieht das doch so gut aus gerade. Aber er ist noch komplett unberührt hier. Der Kronprinz lässt sich aber auch gerade einfach wegnehmen, ne? Gut, soll uns recht sein. Weil ich den halt schon gern hätte. Hol ich mal den hier noch? Jetzt kommt er. Jetzt kommt er. Dann pusht mal rauf. Zack, 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 zack. Gönnt euch. Okay, Zeit ist eh vorbei. Passt. 1100 Mann verloren, ey. Heilige Makrele, ey. Das waren viele. Aber wir haben Iconium und das ist das Wichtigste.